Der Friedhof. Vielleicht mache ich auch einfach durch und sage der Arbeit, ich habe Kopfschmerzen. Uff, nee, uff. Ich muss halt sagen, der Bogenschütze ist mit Abstand einfach der coolste Charakter. Nicht nur vom Design, halt auch vom Gameplay her irgendwie. Ich hoffe, die hauen schnell neue Charaktere raus. Ja, hoffe ich auch. Ja, nur vier irgendwie. Ist ein bisschen wenig. Ja. Zumal ist halt, glaube ich, wirklich am besten, ist, wenn jeder Charakter gewählt wird. Wie ist der denn schon Stufe 16? Holy shit, ey. Und zum Glück haben die gelieft. Die hätten uns sonst bestimmt geklappt. Also wie die letzten sie uns geklappt haben? Die waren nicht Level 16. Die waren nicht mal zusammen Level 16. Gott, nee, mach bereit. Ja. Noch eh noch nicht genug Gegner da. Egal. Wie sind denn schon Level 16 geworden? Das Spiel ist nur eine Stunde draußen. Ja, vielleicht ist ein Twitch-User oder so, die durften ja früher schon spielen, oder? Ich hab ja auch die Betas gespielt. Nein, ich meine nicht die Betas, ich meine halt bei früher. War das denn genauso? Das war ja aber Reezy. Ja, so ziemlich. Es hatte ein paar andere Änderungen, aber ja, eigentlich war es ziemlich genauso. Ah, da ist es ja, das Bild. Ja, in Season 0, wo wir jetzt sind, kommt noch ein neuer Spielmodus, eine neue Map und solche Seasonal Events und Community Events. Und in Season 1 kommt der New Character, Free Cosmetics, Season wieder Seasonal Community Events, blablabla. Krank. Bom, 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 bom. Muss mal was gucken, rein aus Interesse. Ja. Okay, nein, Gott sei Dank. Resident Evil ist noch nicht freigeschaltet. Wer von euch ist denn der Bogenschütze mit den Federn? Daniel. Ich bin der mit den goldenen Rändern. Rod ist der Rodney Session Knuckle ist der Bonzen-Bogenschütze. Ja. Ich bin der Dude, der sich das Geld in seine eigene Tasche steckt. Ja. Ich hätte tatsächlich gedacht, man findet schneller Leute, aber ich meine, andererseits, das Spiel ist gerade rausgekommen, es ist mit 8. Ja. Es ist von Donnerstag auf Freitag um 1.17 Uhr und man darf nicht vergessen, jetzt haben wir nur Zugang Leute, die vorbestellt haben. Viele Leute haben es wahrscheinlich auf Kinguin sich geholt und die haben den Key halt noch nicht wahrscheinlich. Hat sich das Knut nicht auch auf Kinguin geholt? Hat er das dann nicht Knut auch erst? Knut hat mir heute erzählt, dass er sich erst morgen kauft, wenn wir sagen, ob es gut ist oder nicht. Ja, aber dann kriegt er das doch nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Also der kann doch dann am Wochenende gar nicht mit uns mitzocken. Außer es sind halt Vorbesteller-Keys, ne? Ja, es ist halt die Frage, ob Kinguin Vorbesteller-Keys raus hat oder ob die einfach jetzt, wenn es dann halt rauskommt... Ist das Keys komplette schon. Wochenende nur für Vorbesteller oder nur der Freitag? Ach, nee, das ist komplett bis Montag. Okay. Das erklärt Montag natürlich auch ist auch so offiziell Release. Ja gut, ich werde das Spiel behalten. Ja, ich auch. Ich denke ich auch. Egal, wie viel halt. Das Spiel also 30 ist, Euro ist für das Spiel echt in Ordnung. Ja, das ist halt so für zwischendurch und ja, auch immer ist, so, ich, das Spiel, ist da reingucken kann. Ganz witzig, ey. Ich befürchte halt echt nur, dass wir das jetzt mit Knut nicht zocken können, der sich wieder ärgern wird. Ja, aber das ist halt Knut, ne? Ja, der will halt immer sparen. An Stellen, wo es halt nicht zu sparen gibt und dann haut er irgendwie einen fucking Apple Stand raus oder so, ey. Oder die Rollen für den PC für 400 Euro. Ja, das ist halt... Immerhin nicht 400 Euro pro Rolle, ne? Okay, der Schatz ist in so der gut, Kathedrale. Wir wissen, das ist doch die dass wir nicht die Ersten sind. Ja. Ja, das ist die Tutorial-Map. Ja, also lass uns in die, ja, aber ich glaube, für jedes Objective, das wir kriegen wir halt auch Gold. Ja, das kann sein. So, da ist einer schon. Gott, Achtung, hier. Achtung, langsam hinhocken und verstecken. Könnt ihr den von hinten machen? Dann mache ich den mit Bogen. Ja, warum dreht er sich jetzt um? Ja. Guard hier. So, ich kann den unter... Ich habe den anderen gemacht. Kann man eigentlich gleich die Wand schaffen? Nee, ich bleib immer ein bisschen ein Stück zu hinten
hinten, weil ich kann sowieso okay. nicht executen. Da oben ist einer. Genau, ja, müsste noch irgendwie die Leichen verstecken können, ehrlich gesagt. Alter! Aber ah! So, ne, da ist keiner. Achtung, da kann man nicht die Leichen verstecken? Nee, ich glaube, die Leichen brauchst du gar nicht verstecken. Da hinten sind mich hier zwei. Oben, hoffe ich. Alter, ist das der... Können wir versuchen, ich habe nur eine Armbrust, Daniel. Das wird schwierig. Ich mach den das hinteren. Gegnerische, die haben okay. schon den Key, ne? LOL! Lass zur Dings gehen. Da hinten sind ja. die. Sonst lass die abfangen, dann kriegen wir ja, den Schlüssel. Moment, Moment, ich kann grad nicht. Ja, das war das Problem jetzt nämlich. Guard hier. Ich kann den hier grad nicht aufhalten. Ich will meinen Nockel. Wow. Hier sind die Gegner. Okay, das ist der. Fucking, das ist der fucking. Scheiße. Sherry, ich muss mich verstecken. Hier ist ein Gegner. Ja, hier habe ich den Schlüssel. Bock. Hinter uns, Daniel, Achtung. Niemals, ich jemanden von hinten ein. Muss ich drücken nochmal? Ich muss fliehen. Mit E gedrückt halt? Mit E einfach nur. Dann der Schlüssel ist da, ne? Der läuft, Alter. Ja, ich bin tot. Lauf, pack die Tür auf, Hä? Ist offen. Okay, durch. Und mach zu, Tamas, mach zu hinter uns. Oh Gott, du hast mir ausgesperrt. Nee, der war tot. Ich nehme mal so ein paar Respawn-Punkte ein. Ihr kriegt das ja erstmal hin, oder? Ich glaub schon. Die sind jetzt ausgesperrt. Oh Mann, das Meucheln finde ich funktioniert teilweise echt noch schlecht. Ja. Ich check auch nicht, wie das funktioniert, dass ich drücken muss, wenn ich so sagen. Ja, du musst sneaken, also gesneakt sein und dann kannst du die von hinten mit E einfach töten. Der Typ werden gerade von den RPGs überrannt. Ja, nice. Wir haben richtig Aufruhr gemacht. Scheiße. Einen habe ich. Ich glaube, ich Hilfe. Lol, der Sheriff hat gerade alle executed. Ich bin tot. Ja, der Schlüssel ich wurde von Staatsleuten gekillt. Sheriff. Nee, ich wurde von einem Spieler getötet. Nockel, ich habe den Knie. Ich weiß. Bist du fix? Komm, Sheriff, dreh dich um. Mann. One left. Alter, wie viele laufen denn hier rum? Ich hab den Schlüssel, ich lauf, ich hab den Pass Schlüssel. Pass auf. Ich weiß. Ich bin auf die ganzen Randoms. Oh fuck, ich bin down. Die haben mich gekillt. Der läuft direkt zum Kirchenhof rein. Oh nein! Warum? Ach, das ist doch dumm, ey. Rutscht der den Scheiß Balkon runter beim Auto, wird. Ja, ich glaub schon mal weiter. Need to attract less attention. Ja, direkt bei der Tür. Können wir den von drin? Okay, wäre geil, wenn du den holst. Ja, ich krieg ihn nicht. Nice, hört nicht. Da ist der. Last Arrow. Der wird von den NPCs wieder überrannt, der Typ. Gleich, das ist ein Spieler. Das sind beide zwei Spieler. Ja. Out of arrow. Ja. Wir müssen noch finden, wo die das Schloss ist. Ich bin gleich so uns mal einen Spawnpunkt. Der Hummer A irgendwie am besten. Warte, ich komm mit dir mit erstmal.
Oder ich mach Terror, du kannst ihn auch alleine einnehmen. Ja, habt ihr den Schlüssel oder die Gegner? Die Gegner. Die Gegner. Oh, Meuchelmod gibt extra Gold. Warum bin ich blockiert? Oh Gott, ich bin so tot, Alter. Ja. Wir sind auf dem Weg zu. Ja. Sonst haben wir schon. The state made his arrow find its way. Kein Stress, kein Stress. Die sind hinten in der Kirche. Ja, ja. Ich glaube, ein Spieler, der Bogen. Sorry. Zeig. Prügel. Nice, ich hab ihn. Nice, stark. Ich glaube, der Schatzkammer ist ein Typ, weil der verprügelt. Ja. Aber die Wachen jagen den Schlüssel, Mann. Aber das ist so episch mit den NPCs. Ich hab grad irgendwie einen Spieler draußen angeschossen, glaube ich. Übel kassiert. Warte, ich bin bei dir. Ja, ja, da ist der Schlüsselmann hier mit den paar NPCs. Oh Gott. Oh Gott, oh fuck. Warte, renn da nicht weg! Ja, ich bin tot, ich konnte nicht mehr gerade. Ah, scheiße, Mann. Hier waren drei Leute bei mir in der Kirche. Ich bin da, der sieht mich nicht. Oh Gott, jetzt sieht er mich. Achtung noch. Ah, fuck, ich bin tot, der Typ hat noch einen Schlag zu aushalten. Alter, wieso? Ich hab ihn. Ja, ich glaub, du kannst da sind noch im Nahkampf fighten, den Typen, weil der hat. Ich bin tot. We need to retrieve our kid. Hallo, das Spiel hat ein Zeitlimit, okay. Aber ein recht großzügiges. Ja. Halbe Stunde haben wir Zeit, Alter. So lange geht das Game niemals. Ich meine, wir haben noch nicht mal die Kerstenschatztruhe, also die Schatzdings offen, ne? Ja. Aber gleich. Ja. Aber brauchst du Hilfe? Ja, ja. Hier sind zwei Spieler. Ja, lass einfach weiter, Daniel. Ja, ja, hab ich auch gedacht. Wo ist denn der zweite? Alter! Oh, den kriegst du. Ja, den hab ich. So, ich wollte hier runter nochmal da, an der Seite. This could come in handy. Oh nein, ich hab bei Fitlegs. Bin vielleicht nicht weg. Okay, die haben die Truhe. Ja, aber hier unten, die ist hier unten bei mir. Braucht ihr aber Hilfe? Ja, bin da. Lass ihn vorkommen. Hab ihn. Nice. Lol, fuck, eine Bombe. Ich bin tot, die Bombe hat mich gekillt. Da ist einer. Scheiße, der Sheriff. Och man, das ist so nervig gerade. Habt ihr noch einen? Ich schnapp mehreren Cs. Dani, ich hab die Kiste. Kannst du den töten? Ich geb mein Bestes. Halt! Also das Kombo-System in dem Spiel finde ich richtig wack. So. Ja, das Problem ist halt, ich glaube, die Fernkämpfer darf echt nicht in den Nahkampf gehen. Die sind, glaube ich, mit Absicht so gemacht. Ja. Keine Ahnung. Also ich meine, ich verstehe, dass die wenig Schaden machen, aber der hat halt einfach einen Spawnpunkt und danach kann er einfach nichts mehr machen. Das war super. Ich hab den Gegner den Spawnpunkt genommen. Last arrow. I'm out. Oh Gott. Die Gegner haben die Truhe. Wo ja, gehen sie hin? Richtung Docks oder? Der Sheriff läuft zu denen, glaube ich. Der Sheriff holt zu den Truhen. Okay, das ist der Sheriff. Ja, ich sehe es. Soll ich eine Rauchbombe werfen auf ihn? Warte nicht. Ich hab den Blut, der die Truhe hatte. Ich werd grad von dem Fahrmann verfolgt, also. Kann dir nicht helfen, Nockel. Alles gut. Ich lauf einfach weiter nach unten gerade erstmal. Hier gibt's einen Weg weiter runter zu den Katakomben.
Was hat der Bogenmann für eine Sonderfähigkeit? Also nicht die Special, sondern diese komischen, diese Sonne da. Was kann die? Scheiße, der Sheriff hat mich. Wie wirft man die nochmal? Geh. Oh fuck. Och man, dodge doch. Och Leute, ey, komm, das. Oh. Häng ich da in irgendeiner Ecke fest und komm nicht raus. Okay. Geh Richtung Docks, glaube ich. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Sind noch unten im Gacker, oder? Oder wo sind die? Ne, ich hab die Kiste. Achso, ja, komm ich. Der Dude, der die Kiste hatte, der. Den habe ich getötet. Da, ich komme zu den Nockel. Ich weiß halt nicht, wo ich hier genau rauskomme gerade, muss ja, ich sagen. Ja, ich darf dir einfach mal hinterher. Ich glaube, wir kommen irgendwie zum Gedenkgarten raus. Wo ist denn Thomas? Ich bin bei Daniel. Versuch mal zu uns zu kommen, wir laufen zum Gedenkgarten aus, ja? Okay. Und wir haben Zone B auch eingenommen, also wenn ihr sterbt, könnt ihr hier unten spawnen bei uns. Na, ich mach das, die Tür auf, okay, ich mach die Tür auf. Muss ich vorher scouten? Ja. Oh, kann aus, ich oder? Raus? Ja, du kannst, aber wir brauchen Thomas, um die Tür aufzumachen, wir sind hier eingesperrt. Ja. Alter, ich bin gerade beschäftigt. Ja, okay, dann kriegen wir die Tür erstmal hier nicht raus. Scheiße! Gras oder so. Scheiße! Ich hab den Bogen an, Thomas. Fuck! Der Sheriff. Oh. Oder das so? Das ist nicht der Sheriff, das ist ein normaler. Oder? Okay. Fuck. Scheiße. Worauf? Bist du hinter mir? Es ist einfach nur ein Ritter, Oh, hier ist noch einer. Oh, fuck. Wirf doch die Blendgranate ein. Ich musste die Truhe wegschmeißen. Ja. Ist okay, nee, das sind Türen, wo die Guards sind. Ja, ich seh's, aber ich hab das gejagt. Aber jetzt. Mach die Tür auf. Clearing. Weg. Ja, fuck. So, durchs Tor. Tür ist offen. Last one. Oh lol, warum ist die Wache jetzt hier? Ja, ist egal, der Dude ist tot. Das ist aber der Sheriff. Thomas, kannst du das Tor da mitten, mit Mitte? Thomas, warum machst du da nicht das Tor auf? Thomas, schau mal hier, die Tür ist auf von der Seite. Ja, ich kann nicht, ich hab keinen. Da sind halt überall Leute. Ich hab mir die Truhe gleich da. Ja, ich kann die ablenken. Yes, sir. Bleib hier. Oh Gott, der hat mich. Oh fuck. Oh fuck, ich bin tot. Oh Gott, der Random hat die Truhe und ich hab den Ritter am Arsch. Oh Gott. Oh, dann Thomas, nicht zu mir. Das ist viel zu gefährlich. Ich schnappe die Truhe. Ah, fuck, das ist ein Ritter. Scheiße, viel zu viele. Lol, ja. Was? Wie konnte der mich denn treffen? Ich hab nicht mehr ansatzweise gesehen, der gibt mir einen Header. Ah, Thomas, da kommt eine ganze Armee lauf. Wir müssen uns das verstecken. Die haben die Truhe. Ja. Alter, hier sind so viele Ritter! Naja, nicht einfach fighten. Ich glaube, die kann man nicht fighten einfach. Das ist... Leute. Ja, du musst die versuchen abzuschütteln. Wir können nicht fighten. Die Ritter, nee. Das geht nicht. Stark, Daniel, nicht. Stark! Oh Gott. Links ist ein Typ. Kurbeln. Okay. Was? Oh Gott. Ah, oh, fuck. Jetzt bauen wir unsere Mates. Ja. Ja, fuck. Ich hab keine Pfeile mehr, scheiße.
Daniel, so ein Sprintangriff ist doch ganz geil. Einfach rumsprinten und immer mal wieder angreifen. Wo ist die Kiste? Ja, aber gegen die Ritter. Die ist schon hier, ne? Die Kiste, ich finde. Kurbeln. Daniel, ich geb dir ab. Ich lenk die ab. Pfeile. Jawohl. Danke, Bro. Okay, schön. Alter, ich pisse ab. Bin gleich zu. Ja, ich. Ja, ich schieße so gut ich kann. Jetzt ist fast down. Ich bin auch tot. Ach, fuck. Hab einen. Fuck. Hab den zweiten. Nice. Oh, fuck. Und jetzt hab ich die Ritter am Arsch wieder. Oh, fuck. Idiot. Keine Ausdauer. Die Ritter sind echt ein Problem, ey. Ja, die Ritter sind richtig krass. Ich lock die mal alle weg von uns, die Ritter hier. Ich camp hier gerade ein bisschen. Thomas, warte auf mich, warte auf mich! Warte. Danke. Jemand läuft zu uns. Nice. Ja, aber wenn die kurbeln, glaube ich. Ja. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo einer. Ich habe den da gerade hinlaufen sehen. Ja, da hinten, weiter hinten. Ein Bogenschütze. Ja. Da. Da. Genau. Da hinten ist auch einer. Ich hab einen. Nice. Kurbel. Scheiße, ich bin Bogenschützen da oben. Pass auf. Ja. Ah, fuck. Ah, scheiße, Mann! Hab sie. Hab sie. Ich hab ihn. Daniel, kannst du mich beschützen? Ich hab nur noch einen Pfeil. Aber ja, Kurbel einfach. Kurbel. Das ist richtig geil. Ja. Vor allem wie ich gerade die sechs Rittern einfach durch die Gegend gelaufen bin, das ist irgendwie so episch, ich weiß nicht. Oben ist jemand? Wenn man weiß, dass die alle Typen so, Rodney, komm mit durch das Tor, durch das Tor. Ich kann nicht mehr sehen, Nockel, der wird ja geschießen. Ja, ich will den. Er hat mich getroffen, aber ich lebe noch. Ich hab halt keine Pfeile mehr. Ja, rauskommen. Sonst kubbel du, ich hab einen Anfall. Die Treppe rechts, die Treppe wo? Hier. Ich hab ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hab auch keine Pfeile mehr, wir kubbeln einfach. Wir sind da, Jungs, wir sind da. Ja, kugelt. Da kommt das nicht kugelt. Ich kann schneller kugeln. Einer tot. Thomas, du kugelst. Genau. Ja, tot. Ich. Mal kommen. Da, vom. Hier ist einer. Ja. Fuck. Warte, der tut die Art. Ich bin tot. Ja, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich bin. Ich hab keine Ausdauer. Lebst du noch? Oh Mann, immer dieser ja, scheiß noch. Komische Humo-Heiler, Alter. Das ist der einzige, der mich killt. Ah, fuck. Bin tot. Die kurbeln. Ja, zieh ein paar Headshots. Nockel, ich bin gleich da, durch das Tor. Ja, ich kann auch hier die Leiter hoch. Nicht die Ritter mitziehen, Thomas. Da ist einer. Fast tot. Nice, stark. Ritter sind die hier. Ritter kommen. Hier ist noch einer. Ja, Thomas, du hast die Ritter mitgezogen. Ah. Ja, ich stab mir die Ritter. Nee, lass die einfach. Versteck dich ja, einfach. Okay. Versteck die. Lass die einfach die Gegner töten. Jetzt kurbeln. Bin dabei. Nein, der Typ holt dich. Oh fuck. Er ist fast tot, Rodney. So, der Ritter ist so auf uns getriggert. Nee, nur auf dich. Komm nicht zu mir. Okay, ich bring den Ritter hier weg. Erstmal, das bringt uns nichts.
Kann ich schon mal kurbeln oder so? Ja, ich bin am Kurbeln. Oben an den Felsen, ich sehe nicht. Ja, da ist aber ein Ritter. Kann man schnell kurbeln. Komm, kurbel Thomas, kurbel den Shit raus. Komm. Da kommt einer durchs Tor. Ja. Nice. Ich habe ihn da geschossen. Halt die Ritter da. Halt die Ritter da, immer da halten. Sehr schön, sind tot. Kurbeln. Oh, Jungs. Links, da. Ich kann nicht kurbeln, wenn ich in meiner Ult bin. Dani, helf mal kurbeln. So, jetzt. Egal, wir haben. Wir haben es gleich. Oh, nice, Jungs. Nichts weg hier. Alter. Nice. Premium-Team hier. Das war richtig cool, Alter. Das war richtig gut. Oh, ich dachte, das ist jetzt gut bei Schaden. Nockel, Münze. Nockel, ich werf dir eine Münze zu. Alter, Münze zu werfen. Ich werf dir selber eine Münze zu. Boah, man kann nur eine Münze zuwerfen. Das ist sad. Nö. Ich konnte nur eine zuwerfen. Oh, mehr Geld für die Leute. Ah, das levelt das Versteck, wenn du den Leuten das Geld gibst. Ja, 300 Geld für die Leute. Alles für die Leute. 309 für die Leute. Nee, ich will auch noch was. Hallo. Brauche ich nicht. Noch nicht. Oh, da hat man noch ein bisschen wenig Zeit für, muss ich sagen. Ist aber nur was. Ja, Escape. Weil ich mache jetzt auch keine Runde mehr. Ja, ich sollte auch ins Bett. Aber das ist ein richtig geiles Game, ey. Ja. Macht Bock, richtig intens das Game, Alter. So, mein Versteck ist jetzt Level 2. Entfache das Lagerfeuer-Achievement. Ja, ich habe richtig viele Achievements gerade reingeböllert bekommen. Oh, der Bernstein habe ich. Macht der auch was anderes? Ne, ich glaube, das ist einfach nur ein anderer Skin. Das ist irgendwie sad. Ja, das habe ich auch schon befürchtet, dass die Waffen, glaube ich, alle nur Skins sind. Ja, aber du hast halt andere Fähigkeiten, ne? Oder Talente. Ja, stimmt. Hier war die Talente, kannst du. Ja, was ist denn das? Meuchelmorde werden schneller ausgeführt. Füllen die Fähigkeiten erst schnell wieder auf und bringen dir mehr EP ein. Ja, komm, das nehme ich. Ja. Habe ich Bock, mit euch morgen weiter zu zocken. Alter, ich habe schon. Ja, Mann. Ich hab schon eine Quest fertig oder eine tägliche Herausforderung. Töte 7 Gegner. Wow. Meine ist einfach gewinne 3 Raubzüge, setze 3 Seile ein, ermorde 5 Mal. Ich hab auch gewinne 3 Raubzüge, töte 7 Gegner und öffne 3 Truhen. Aber was sind Truhen? Wenn der Tür anläuft. ich bin zu dumm zum Lesen. Was sind Truhen? Ja, gut. Danke fürs Zuschauen, meine lieben Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir haben es ja aufgenommen.